Hallo, ich grüße euch. Jetzt gibt es ein paar Satzbeispiele mit Verben mit Antworten. Und jetzt merke ich langsam, dass ich wirklich ich glaube, über 120 Videos sind es jetzt auf YouTube, die ich gemacht habe. Und so langsam muss ich anfangen nachzudenken. Habe ich dazu schon ein Video gemacht oder habe ich noch nicht? Deswegen. Falls irgendjemand von euch irgendwann viel Zeit hat und Lust hat, eine Liste zu machen von Videos, die ich gemacht habe, das wäre so genial. Aber ich habe wirklich keine Zeit dafür. Und wenn ich das mache, dann mache ich keine Videos mehr. Und es ist nicht so toll, oder? So. Also, es geht los mit. Ich hab euch die Karte gezeigt und sie ist verschwunden. Also, das erste war. Antworten. Wie benutzen wir Antworten? So, ich wartete, aber er antwortete nicht. Antworten wird manchmal ohne Präposition benutzt und ohne einen bestimmten Kasus. Also ich kann sagen, ich warte. Fertig und nichts mehr sagen. Normalerweise aber folgt auf Antworten irgendwas anderes. Zum Beispiel Antworten plus Dativ. Wann benutze ich Antworten plus Dativ? Wenn ich wem antworte. Antworte deiner Schwester, sie wartet. Antworte plus Dativ bedeutet wem antworten. Okay? Dann kann ich auf etwas antworten. Das ist antworte auf meine Frage bitte. Antworte auf die Frage. Also ich kann nicht sagen, antworte auf deine Schwester. Ich antworte wem, meiner Schwester, auf ihre Frage. So, dann gibt es noch das Wort beantworten plus Akkusativ. Und beantworten ist ein Wort, das nicht einfach so im Satz stehen kann. Ich kann nicht sagen, ich beantworte. Punkt. Geht nicht. Ich muss sagen, ich beantworte was. Ich kann ihre Frage nicht beantworten. Ihr könnt das in einer Prüfung sagen, es ist natürlich nicht sehr schön, aber wenn ihr in der Prüfung die Lösung nicht wisst, egal welche Prüfung, muss nicht Deutsch sein. Also ich habe das mal gesagt, an der Uni hatte ich eine Prüfung in, ich glaube, Linguistik und der Professor hat mir Fragen gestellt, die ich nicht beantworten konnte und irgendwann habe ich gesagt, tut mir leid. Ich kann Ihre Fragen nicht beantworten. Ich kann auch sagen, ich kann auf Ihre Fragen nicht antworten, aber normalerweise sagen wir beantworten. Es gibt viele andere Verben mit be und sie brauchen auch immer alle ein Objekt. Das heißt, Subjekt, Objekt, ich verwechsel sie immer. Also, besprechen. Ich muss etwas besprechen. Ich bespreche das Thema mit dir. Ich möchte etwas beschreiben. Ich schreibe eine Geschichte und ich beschreibe ein Haus und so weiter. Also es gibt natürlich Ausnahmen, aber etwas, was mit Informationen zu tun hat, und das ist Antworten, Schreiben, Sprechen und so weiter, das braucht immer noch ein Wort dazu. Also ich beantworte was, ich bespreche was, beglaubige was und so weiter. So, und jetzt zuletzt kommt noch ein guter Ausdruck mit Antworten. Und zwar Antwort, ach so, genau, Antwort, die Antwort, das kennt ihr aber alle. Die Antwort ist das Substantiv. Und jetzt habe ich den Ausdruck, jemandem die Antwort schuldig bleiben. Schuldig, das ist so wie, wenn ich bei jemandem 20 Euro leihe, dann bin ich ihm diese 20 Euro schuldig. Wenn ich aber sage, ich antwortete auf seine Frage nicht. Ich blieb ihm die Antwort schuldig. Das bedeutet, ich habe nicht geantwortet. Das ist ein bisschen literarisch und ein bisschen schöneres Deutsch. Das ist kein umgangssprachliches Deutsch. Aber wenn ihr eine Geschichte schreibt oder wenn ihr so ab B2, C1 Deutsch könnt, könnt ihr das gerne benutzen. Er antwortete mir nicht. Er blieb mir die Antwort schuldig. So. Das war's mit dem Wort Antworten. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte in den Kommentaren. Ich erzähle dann noch mehr. Dankeschön. Ciao.